besiegt. Dann kriegen wir jetzt den Liftöffner. Hier ist nix. So. Dann können wir ja jetzt hier uns durchkloppen. Tempo. Ein Mondstein. Mal wieder einer. Verhöhner. Nette TM. Bringt uns leider hier im Playthrough nicht wirklich viel. Zu dem Item hinter, wenn man da den hier nehmen, oder? Das wollte ich eh noch haben. Oh, ein Supertrank. Kann man ja immer mal brauchen. Okay, hier kommt man nirgendwo hin. Erreicht. Der soll ja endlich ein Rasser werden. Okay. Schauen wir mal, ob das schon reicht. Ich bezweifle es ja schon fast. Aber es fehlt halt wirklich nur noch sehr wenig. Okay, das reicht. So, wir haben ein Rasaf. Radikal. Ja, wenn das Ding jetzt einen Ruckzuckieb reinhaut, wird schon böse. Also hole ich lieber den Kenji rein. Durchbruch ist hier für ein Playthrough eine sehr lohnenswerte Attacke, muss ich mal sagen. Ich meine, man begegnet hier in Kanto so vielen Normal-Pokémon, dass sich die Attacke einfach lohnt. Mal wieder ein paar andere Pokémon trainieren. Dirk hier war heute noch gar nicht dran. Fight wird endlich ein Rasa. Und er versucht Raserei zu lernen. Nein, danke, lass mal. Schauen wir uns unseren Fight mal an, was der jetzt alles hat. 66 Angriff hat er jetzt und 65 Init. Das ist auf jeden Fall der höchste Angriff, den wir jetzt im gesamten Team haben. Geheimpower und Fliegen sind ja ziemlich gleich stark, wenn beide neutral treffen. Und
meine Kadi landet sowieso irgendwann demnächst noch einen Flügelschlag. Smogon. Komm, bleib mal einfach drin. Unsere Kadi packt das schon. So, 40% Chance, dass er uns vergiftet und schafft das. Natürlich. Wäre ja sonst langweilig. So, das ist Level 27 für die Kadi. Und da ist der Flügelschlag. So, dafür kommt das Sandwirbel jetzt endlich mal weg. Rückzugkeep können wir schließlich nochmal brauchen. Wieder rein. Unser einziger spezieller Angreifer ist ja eigentlich wirklich Dirk hier und Sorti. Na gut, Sorti ist noch Level 26. Kann der das mal wieder machen? Ich bin mit unserem Team übrigens momentan ziemlich zufrieden. Ich hoffe mal, dass wir das so einigermaßen so halten können, dass sich die zur Not auch immer auf der Reservebank halten kann, wenn ich die mal brauche. Ups, da stimmt, da war ja was. Wir haben doch gegen Gift hier noch ein Stück. Ui. Muss ich langsam mal aufpassen, dass das Zeug, dass ich das Zeug wieder nachkaufe. Aber wie viel Geld haben wir momentan jetzt? 53.000, also fehlen noch 27. Den wir verprügeln können. So, Sorti, du darfst mal nach vorne. Aussetzer daneben passt. Und das ist Level 27 für unseren Sorti. Und da kommt ein Smogon. Ach, den darf er gleich auch mitmachen. Sorti hat ganz schön viel KP. So. Jetzt ist der. Jetzt ist das Ding hier oben offen. Und also die nächsten zwei müssen wir sowieso noch machen. Hier ist Calcium. Und die zwei müssen wir noch verfügen und dann kommt der Boss. Einer von denen hat einen Sandama und einer hat einen Arbok. Oder war das in der gelben Edition? Oh, jetzt bin ich mir echt nicht mehr sicher. Naja, gut, das war der mit dem Sander zumindest. Da ist unser Dirki zumindest super dran. Und so, Dama kommt auch direkt hinterher, das darf er auch gleich noch machen. Der überlebt das sogar. Und hat dann nichts Besseres als einen Giftstachel.
das war ziemlich effektiv, oder? Ja. Kurz einen Denkfehler gehabt. Noch mal. Zwei Schneider. Ein oder zwei kommt hier noch rein. Das macht die Valley, auch wenn sie jetzt bedroht wird, die hat immer noch genug Angriff, dass sie das Ding zumindest zuhitten kann. Vielleicht reicht es ja sogar für einen One-Hit, aber ja, ich würde sagen, ich bezweifle es. Volltreffer, aber zum Glück nicht vergiftet. Seite der Macht, bist du jetzt Darth Vader oder was? Okay. Der Retter. Immer werde ich beim Aufnehmen gestört. So, probieren wir es einfach mal. Ui, das war ein Volltreffer, sehr schön. Birki, du hast das drauf. Dann kommt der Sandan, ja gut, dann haben wir wieder einen schönen Rangbeat dafür. Dann kommt jetzt als nächstes noch ein Arbok. Ne? Ja. Okay. Volltreffer macht. Naja, zu schön gewesen. Gut, dann kommt halt der Schaufler. Oh, der macht einen Volltreffer. Der wäre jetzt nicht mehr nötig gewesen. Mal schnell ins Pokémon Center, weil Giovanni will ich nicht unbedingt mit einem angeschlagenen Team anpacken. Weiß ich gar nicht, womit der anfängt. Ich weiß aber, dass er einen Onix, einen Rihorn und einen Kangama hat. Ich weiß nur nicht, in welcher Reihenfolge er sie raushaut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eins von seinen Gestein-Pokémon vorne steht, ist jetzt aber mal 2-3 und ich meine nicht, dass er mit seinem Kangama angefangen hat, also ist Birki vorne auf jeden Fall die beste Wahl. Du hast Giovanni mit Onyx-Finger, okay. Kann damals ist so das einzige Viecher sein, vor dem ich ein bisschen Angst habe. So, ist jetzt direkt
drauf ein. Das ist sehr schön. Da kann Dirkie gleich weiter durchrampen. So, jetzt kommt mein Dame. So, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder Fight oder Kenji. Kenji tankt nämlich ziemlich alles und Fight hat eine höhere Chance, dass er das Ding one-hitten kann. Glaubst du wieso nicht, dass es one-hitten wird, aber wir können es ja mal probieren. Wir sind nämlich schließlich Level 29. Ja, auf den Two-Hit reicht's. Okay, und er ist damage. Durch allen Attacken, die er zur Verfügung hat, nehmen wir die einzige, die nicht effektiv ist und auch meine stärkere Verteidigung draufhaut. Damit können wir jetzt den Pokémon zum Lavandier machen. Vor allem können wir dort jetzt auch Pokémon fangen. Ich habe irgendwo die Hoffnung, dass ich einen Tragosso kriege, weil ich liebe Knogger. Mit einer ganz, ganz minimalen Wahrscheinlichkeit sogar einen Tragosso, das einen Kampfknochen trägt. Aber das wäre Wunschdenken hoch 10. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das kriege, die sind so minimal. Die liegt bei weniger als 1%. Alternativ können wir jetzt aber auch zuerst die Pflanzenarena machen. Da müsste ich allerdings vorher noch ein bisschen trainieren, weil ich möchte gerne Kanchan und Skadi dafür mitnehmen. Ich brauche dafür allerdings noch ein bisschen mehr Kohle. Jetzt noch ziemlich genau 22.000, was immer noch viel zu viel ist. So. Das heißt, wir machen jetzt erstmal den Pokémon-Tor von Lavandier und da kann ich, glaube ich, auch ein paar meiner Pokémon nicht mal effektiv mitnehmen, weil ich, Nebulak und Alfollow mit weder mit normalen noch mit Bodenattacken treffen kann. Folglich scheiden einige unserer Pokémon da schon mal per Default aus, dass ich die da überhaupt mitnehmen. Weil einige meiner Pokémon da drin total wehrlos sind. Aber Moment mal, wir haben da vorhin noch einen Rivalenkampf drin. Fällt mir jetzt gerade so ein. Stimmt, ja. Den können wir noch so machen. Was haben wir denn dabei? Also er fängt mit einem Tauboga an. Das heißt, Kenji geht nach vorne und haut das Ding mit einem Steinhagel um. Er hat dabei ein Garados, ein Fukano und ein Over. Moment, nee, Moment, er hat mal zwei von den drei. Sein Starter war ja Bisasam. Das heißt, er hat Bisaknosp, Fukano und Garados. Bisaknosp kriege ich mit Kadi und Soati locker weg. Garados wird ein minimales Problem werden, weil ich außer Voltoball keine Elektro-Pokémon habe und auch nichts mit Elektro-Attacken, außer ich bringe Welli eine Schockwelle bei, was auch nicht die beste Lösung ist. Ich könnte es mit Kenji machen, der hat zumindest einen Steinhagel, Fight hat ebenfalls einen Felsgrab dafür. Bisaknosp wird wie gesagt kein Problem, Fukano auch kein Problem. Kenji rammt da sowieso durch sein halbes Team durch. Sein Radikal hat er nicht mehr, aber sein Kadabra hat er noch. Ja, ich probiere es einfach mal mit dem Team. Wird schon schief gehen. Kenji brauchen wir am Anfang, ja.